Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur Demo von, jetzt muss ich nochmal drauf gucken, Doodle Harmony Idol Merch. Das ist ein Spiel. Es ist offensichtlich, wie der Name schon sagt, ein Merch-Spiel. Und ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Man sieht, ich habe schon ein bisschen reingespielt. Also wir sind jetzt nicht gerade erst vor 3 Sekunden gestartet, sondern der Spielstand ist schon ein bisschen älter. Ich habe irgendwann Anfang der Woche schon mal reingeguckt. Und ich bin mir aber noch nicht so sicher, wie viel das Ganze am Ende kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe gedacht, okay, so Merch und Idol kann halt furchtbar werden, kann cool werden. Ich schalte das mal auf den Dark Mode rüber, oder? Ich finde es deutlich angenehmer. Also das Merchen funktioniert auf jeden Fall schon mal gut. Fancy Konfetti-Effekte haben wir auch am Start. Das ist schon mal viel wert. Was hier sonst so passiert, mal gucken. Also was ich bislang gesehen habe, ich habe so 7 Minuten gespielt, ungefähr. Also auf jeden Fall weniger als 10. Steam sagte 7 Minuten. Und was ich bislang so gesehen habe, war so... Ja nun, wenn das alles ist, dann wird das sehr sad. Aber vielleicht kommt da noch was. Wer weiß das schon. Ich könnte tatsächlich, weil wir auch im Stream sind, einfach mal einen Chat einblenden. Kann man gerade mal machen. So, aber an sich ist es erstmal nicht viel mehr als warten, dass hier unten dieses Ding jetzt steigt. Das kann man mit Klicken beschleunigen. Warten, dass hier Stufe 1 Drachen spawnen. Und that's it. Und es gibt einen Store, wo man, also ich habe jetzt offline halt irgendwie, weiß nicht, war halt so 4 Tage offline oder so. Oder 5, ich weiß nicht genau, wann ich es zuletzt gespielt habe, irgendwann Anfang der Woche. Dadurch haben wir jetzt relativ viel Gold bekommen und können jetzt halt direkt Sachen kaufen und müssen nicht warten, bis sie automatisch spawnen. Was, glaube ich, ganz neat ist. Das heißt, wir könnten jetzt einfach mal spaßeshalber einen 5er und einen 6er kaufen. Yay, und haben dann einen 9er. Und dann erweitert sich, wenn wir die nächste höchste Stufe haben, das hier automatisch um einen. Das so ganz nett. Und irgendwie mehr habe ich von dem Spiel noch nicht gesehen. Und da, also sieht hier in dem... jetzt kann man auch scrollen. Okay, cool, das ging vorher nicht. Das habe ich irgendwie 8-mal versucht und da war es immer stuck, aber inzwischen kann man hier scrollen. Okay, aber ja, lass gerade spaßeshalber, wenn wir das Geld haben, doch einfach nochmal einen 9er kaufen. Okay, wir können Musik durchwechseln, das ist fancy. Hier gibt es einen Button, der nichts macht, außer sich zu bewegen beim Mouse-Over. Das ist nicht so viel. Die Einstellungen geben auch nicht so viel her. Das ist eigentlich ein... Das ist ein Einmannprojekt. Okay, das war total zu erwarten. Was passiert eigentlich, wenn das hier vollgelaufen ist? Mercht es dann auch automatisch? Nee, dann passiert einfach gar nichts. Okay, Sage. Das ist natürlich ungünstig. Zack, zack, zack. Dann haben wir doch zumindest schon mal wieder einen 5er. Ja, aber irgendwie... Also, ich weiß nicht, dafür, dass da jetzt irgendwie man so eine Demo raushaut, so beim Next Fest, dachte ich mir so, okay, cool, da muss das Spiel auch ein bisschen was zeigen. Also gerade so ein Idle Game... muss, finde ich, in der Demo so 2 Sachen bringen. A, es muss die ersten 10 bis 30 Minuten schon irgendwie motivierend sein, also zeigen, dass das grundlegende Gameplay Spaß macht. Und dann als zweites so ein bisschen eine Karotte vor die Nase halten und sagen so, guck mal hier, das kommt in der Vollversion, das
könnte noch cool werden. Also muss nicht unbedingt, weiß man ja nicht, aber zumindest einen Ausblick schaffen, dass man so die Hoffnung hat, hey, da kommt noch was Cooles. Und ich muss sagen, das Merch-Gameplay so von der Aufmachung her und so, also nichts Spektakuläres, aber it's fine, funktioniert. Aber ich sehe gerade nicht, warum ich das mache. Also ich habe halt so gar kein Ziel vor Augen, außer halt die nächsthöhere Merch-Stufe irgendwie zu bekommen. Aber ich weiß nicht, also da könnte das Spiel, finde ich, irgendwie mehr machen. Und so, also einfach so Sachen zum Freischalten bieten. Weil ich habe ja gefühlt auch nichts davon, dass ich hier eine höhere Stufe habe, außer dass ich eine höhere Stufe habe und halt mehr Gold kriege. Aber mit dem Gold kann ich mir ja auch nichts kaufen. Also nichts Nennenswertes, ne? Halt nur die Viecher, die ich mir auch so spawne. Also so, ja, nun. Ich muss das hier irgendwie noch ein bisschen besser sortieren. So, jetzt verliere ich nämlich den Überblick. Ich weiß nicht, ich bin hier beim Next Fest irgendwie drüber gestolpert und dachte mir, okay, das klingt eigentlich nach einer sehr coolen Idee. Auch gerade mit dem Harmony irgendwie drin, dass man, dass das noch irgendeinen musikalischen Aspekt hat, aber abgesehen davon, dass die Viecher beim Mergen halt einen Ton machen und je nach Stufe wird er halt so einen Halbton, einen Ton oder einen Halbton höher, also ist halt so. Ist ja so, wow, ich kann beim Mergen eine Tonleiter spielen. Cool. Weiß ich noch nicht. Also wenn das am Ende kostenlos ist, okay, meinetwegen, aber ich sehe hier ehrlich gesagt noch nicht so das Gameplay, was mich jetzt, wie bei einem Idle-Game üblich, halt mal mindestens so eine Woche beschäftigt. Im Moment sehe ich mich da eher so bei maximal einer halben Stunde. Und selbst das ist schon irgendwie ein Stretch. Also ich würde mal zusehen, dass wir hier das Elfervieh noch bekommen. Und mal gucken, ob dann noch irgendwas freigeschaltet wird. Und dann... Und wenn nicht, dann halt nicht. Wir können das Geld, was wir haben, ja einfach mal ausgeben. Das beschleunigt das Ganze ja ein bisschen. Aber so all in all? Also, ne, so wie es aufgebaut ist, würde ich schon vermuten, dass man irgendwann hier die Reihen voll hat und dann halt bis Stufe, keine Ahnung, na, mindestens 27, wenn nicht sogar 36. Ich weiß nicht, auf was das hier ausgelegt ist. Aber es ist so leer. Irgendwie. Also es macht so ein bisschen den Eindruck von, hey, ich habe hier erfolgreich eine Mechanik programmiert und habe darüber hinaus vergessen, ein Spiel draus zu machen. Ich muss gleich nochmal, Sekunde, ich wechsle mal ganz kurz den Screen. Gehe gleich wieder zurück. Ganz kurz eine Sache nachgucken, die ich vorab natürlich vergessen habe. Also es soll am 5. August rauskommen. So circa 7 Wochen. Preis ist noch nicht bekannt. Ich gucke gerade mal in die Screenshots. Aber in den Screenshots... Ja, sind auf jeden Fall Viecher bis über Stufe 20 hinaus. Stufe 20 scheint im Moment das höchste zu sein, weiß ich nicht. Zumindest von den Screenshots her, aber auf den Screenshots ist sonst auch nichts zu erkennen, was wir nicht schon gesehen hätten. Ich wechsle gerade nochmal den Song, damit wenigstens ein bisschen Abwechslung passiert. Aber so all in all ist schon, puh. Also wenn da bis Anfang August nicht noch ordentlich was passiert und Content dazukommt, würde ich sagen, hard pass. Also...
weiß nicht, wie ihr das seht. Ich finde, es macht schon eher betroffen gerade. Vor allem wirkt 20 Maximum recht wenig. Also vielleicht geht auch mehr, ne? Das war jetzt halt nur das, was auf den Screenshots zu sehen war. Dann muss man halt mal gucken. Aber, also, man hat am Anfang, so die ersten 5 Minuten, auf jeden Fall, so bis man so bei Stufe 5 oder 6 ist oder so, gerade auch wenn man noch kein Gold wirklich hat, schon so ein bisschen Progress-Gefühl. Aber das hört danach einfach auch sehr schnell auf. Bedauerlicherweise. Also ich würde mir halt vorstellen, dass man dann, ich weiß nicht, wenigstens noch irgendwie Upgrades kaufen kann, dass das Ding hier irgendwie schneller geht. Irgendwie mit Gold eine Funktion für Automerch freischalten kann, wenn hier alle Felder voll sind. Also irgendwas, also da, und dann vielleicht noch irgendeine andere Mechanik. Also vielleicht, wenn es schon irgendwie, weiß nicht, Doodle Harmony heißt, dass man dann noch irgendein Prestige-System reinbringt, was grob irgendwas mit Musik zu tun hat. Und seien es nur irgendwelche Noten. Oder dass man, ich, keine Ahnung. Ich habe mir den Namen vom Spiel nicht ausgedacht, aber irgendwie, also die Optionen sind da, aber ich meine, es ist jetzt auch noch knapp 2 Monate bis Release. Aber es ist jetzt auch kein irgendwie Early Access Titel, wo man dann sagen könnte, ah, da ist schon angekündigt, was noch kommen soll, sondern es ist jetzt so ein, die anderen Doodle Harmony kosten 1,99, sehen nicht viel besser aus, oder sehen nicht besser aus. Ich glaube, das bleibt so eine Sache, war jetzt für die Demo mal ganz nett. Und dann lassen wir es aber auch. Aber wir haben es ja fast. Also den Elfer, den würde ich jetzt nochmal mitnehmen. Wir müssen ja nur noch einen Sechser kreieren. Oder mergen. Na, und wir haben, na, guck mal, nehmen wir doch hier nochmal den Vierer mit. Dann haben wir es doch gleich. Spannenderweise beim Next Fest, einer der Titel, der mir vorgeschlagen wurde, konkret. Also wirklich so, hey, das wäre was für dich. Und ich denke mir so, ja, basierend auf den Tags, maybe. Aber uff. So, na dann. Ja, das ist auch ungefähr mein Gesichtsausdruck jetzt bei dem Zustand vom Spiel so. Weiß ich nicht. Also ich würde sagen, Hard Pass. Lass mal nicht spielen. War jetzt so für die knappe Viertelstunde ganz nett und damit reicht's aber auch. Ich würde sagen, im Stream gehen wir direkt in ein anderes Idle Game rüber. Was ich auch schon angespielt habe und was definitiv besser ist, das kann ich versprechen. Auf YouTube sage ich vielen Dank fürs Zugucken bis hierher, angenehmen Tag noch und das Video zum nächsten Idle Game kriegt ihr morgen. Bis dahin, macht's gut, haut rein und tschüss.